Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Let's Play Dust. Ja, es ist eine ganze Zeit lang her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich nehme diese Folge auf, während ich glaube ich Folge 11 hochgeladen habe von diesem Projekt. Und währenddessen ist viel Zeit vergangen, zumindest seit ich die letzte Aufnahme getätigt habe. Und ich muss leider zugeben, dass ich weder weiß, was es jetzt gerade zu tun gilt. Ich weiß noch, dass die böse waren, das weiß ich noch. Am besten gucken wir mal ins Menü, wenn ich da reinkomme. So, ich muss auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. So, ich habe alles vergessen. Genau, ich weiß, die Dinger hier haben geheilt. Das ist das Menü. Was ist das? Pausenmenü. Genau, das war das Menü, das ich auch wollte. So. Ich muss mich erstmal, wie gesagt, die Steuerung wieder einfinden. Da. Ihr seht es schon. Ah, genau. So war das. Die Hauptaufgabe ist immer noch Dust to Dust. Du hast gehört, dass ein Gegenstand unter den Slummingen dir bei deiner Suche helfen kann. Mhm. So. Slagstock. Blob hat in der Gegend unter Slummingen seinen Slagstock verloren. Finde den Stock, damit er möglichst bald wieder auf Dinge einschlagen kann. Über den Zaun. Genau, die Schafe, daran erinnert mich noch. Und rotes Moos. Okay. Damit weiß ich wieder, was Sache ist. Und wie ich, unter dem Video, ich glaube Folge 2, wie ich unter Folge 2 oder so mitbekommen habe, stört es euch gar nicht, dass die Kamera manchmal nach oben schwenkt. Was mich definitiv beruhigt. Dann kann ich damit weitermachen. So. Ich muss erstmal wieder ins Kampfmenü ein bisschen reinkommen. Ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt. Schon monatelang nicht mehr. Daher verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen wenig Übung, wenn ich ein bisschen fehle. So. Was zum? Ach ja, das war noch so ein Teil. Da! Das halt weg. Das nehme ich gerne an. So, bin schnell genug weg. Genau, hier ist Slummingen. Hier ist das Dorf. Daran erinnere ich mich noch. Und von hier aus werde ich dann hier und da rumgucken. So, wo könnten wir weiter? Vielleicht rede ich mit ein paar Leuten. Und ich weiß auch nicht, welche Taste zum Reden gut ist. Ah. So. Ah, diese. Is that my doll? Nein. No, Smobomb. So, genau hier unten kann es lang. Hier ist ein rotes Tor und hier kann es lang. So. Dann schauen wir uns hier unten mal um. Ich bin genau in den Speiserstand, in den Speiserpunkt gefallen. Als ob das Spiel das gewusst hätte. Ich habe so den Eindruck. Ah, ein Laden. So. Okay, was könnte ich kaufen? Was könnte ich verkaufen? So. Glanzloser Ring. Warum habe ich so viele davon? Da. Jetzt weiß ich, vor was ich mich gefürchtet habe, sozusagen. Vor der Steuerung. So. Your trends. Thank. Ach, lass mich raten. Lass mich raten, ich habe anstatt zu verkaufen, gekauft, oder? Manchmal bin ich ein Dussel.
Kategorie wechseln war wo? J. Thank you. So. Ah, Verkaufsmodus. Genau. Das war ein bisschen doof. Jetzt habe ich Sachen gekauft, die ich gar nicht brauche. So. Plus 10 Angriff. Plus 4 Angriff. So. ich wollte nicht nochmal einkaufen gehen. Ach, egal. Wo ich gerade hier bin, kann ich ja doch noch was kaufen. Ich kaufe noch ein bisschen was zum Heilen. Ein paar warme Brezel täten mir ganz gut. So. Damit ist jetzt erstmal alles gekauft. So. Ui, hier ist ein starker Wind. Der wirft mich genau in die Stachel, aber... Ja, dachte ich jetzt mir. Wollte es mal kurz ausprobieren, deswegen bin ich direkt reingesprungen. Aua. Hua. Ah, gut. Dass mir das nicht so Gewohnheit wird. Hier gibt es Schätze. Und die will ich haben. Oh, Heilung. Damn it. Die Heilung verpasst. Nein, nein. Kann mal einer von euch wieder blau werden? Oh, die Gegend wird immer gefährlicher. Hier zu kämpfen wäre ein großes Risiko. So. S und Space. So. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Wo könnte es weitergehen? Uah, aua. Das war ein Hit. Hier geht es nicht weiter. Mal wieder hochhüpfen. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob wir wieder nach oben müssen. Aber da geht es irgendwie scheinbar nicht weiter. Wie kann ich noch mein Item verwenden? Ah, gut. Mit Theoretics L1. So, also hier geht es irgendwie nicht weiter. Scheint mir. Ach doch, klar. Ich habe vergessen, dass ich dass nach unten kann. Eine Plattform. So, jetzt geht's weiter. Zieht mal eben die Tastatur kurz beiseite, weil die werde ich jetzt nicht brauchen. Ich spiele nämlich wieder mit Gamepad. So. Ah, eines der Schafe. Wait, did you just... Hm? Hm? Did you just put that thing in your inventory? Yeah, what? Okay, then. Eine kleine Parodie darauf, dass man in Rollenspielen teilweise extrem große Gegenstände einfach mal ins Inventar packen kann. So. Jetzt habe ich so ein Taschenschaf. Okay. Hier haben wir riesige Pilze. Ob hier der rote Schimmel zu finden ist. Aua. Ei, ei, ei. Die Gegend wird gefährlicher, man merkt es. Ich finde es aber gut, dass ich finde diese Abwechslung sehr gelungen. Dass es nicht nur ums Kämpfen geht, sondern auch dass man auch mal wirklich auf die Umgebung achten muss. Dass einem die Umgebung selbst gefährlich werden kann. Dass es ein bisschen weit Geschicklichkeitsspiel ist. Das finde ich echt gut. So. Da ist jemand. Und hier kommen wir kaum weiter. Oh. Vielleicht hier. Überall brauchen wir diese... Brauchen wir den Morph Ball. Ja, ich weiß, dass es keinen Morph Ball gibt hier. Aber eine Möglichkeit,
brauchen wir schon, um so etwas, um solche engen Passagen zu betreten. Und überall sind Sachen. Könnt ihr da auf der Karte sehen? Überall sind Sachen zu finden. Wir können nicht dran, weil wir nicht durch enge Bereiche kommen. Und trotzdem, eins muss ich immer noch erwähnen, die Musik. Mega klasse. Wenn ihr die Musik kaufen wollt, kann ich ja nochmal unter das Video den Link packen. So. Bin ich gefangen? Ich hoffe doch nicht. Uah. Wow. Das ging weit runter. Und es war gefährlich. Ich komme gegen den Wind an. So, wunderbar. Einmal höher. Wow. So langsam kommt mir dieser Dungeon wie eine Todesfalle vor. Was haben wir hier? Seitschritt in der Hocke. Ja! Das bringt uns durch enge Bereiche wie hier. Wunderbar. Na, endlich haben wir das, was wir benötigen. Wunderbar. Jetzt geht's voran. So. Hier durch den engen Bezirk. So. Aber es wollte da eigentlich noch was nachgucken. Ich muss nochmal hier hoch. Nee. Ich muss von... Nee. Ich probiere gerade... Ja, so muss ich drunter herkriechen, damit ich hier hoch kann. So. Ach. Hat das eigentlich überhaupt was gebracht? So. Ach, da. Da ist etwas. Ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Erinnert euch ja noch am Anfang, da haben wir, muss ich kurz gucken. Genau, da haben wir einen Freund gefunden, damals. Ganz am Anfang war das noch. Und, so einen können wir hier scheinbar dann auch nochmal finden. Wenn ich weiß, welche Strecke ich rutschen muss. So, hier lang. Hier runter. Und hier lang. Ja? Wie weiter? Hier lang oder hier lang? Ich geh mal hier lang. Das war richtig. Mit W öffnen. Okay. Ah. So. Zap, zap. Was? Das Spiel nimmt aber genau mit der Steuerung. So. Das Schloss ist offen. Der nächste Freund ist befreit. Spelunky! Darf ich euch vorstellen? Der ist auf dem Spiel Spelunky. Spelunky ist ein... so ein älteres Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr, für welches System es das gab. Und ich weiß auch nicht, ob ich sowas verwechsle. Mit einem anderen Spiel, aber ich glaube, Spelunky ist schon ein älteres Spiel. Es gibt, wenn ich mich hier auch nicht irre, ein Remake? Für das, ein Remake, das auf Steam verfügbar ist? Glaube ich. Müsst ihr mal nachgucken, aber ich glaube, da gibt es ein Remake von. So, jetzt will ich aber unbedingt noch den hiesigen Schatz haben. Wo auch immer der zu finden ist. Es soll hier was geben. Das besagt nämlich das Symbol da oben. Auf der Karte, dieser Kreis. Ja, da. Da haben wir es. Aber wir haben leider keine Schlüssel mehr. Oh.
Ich habe die Vermutung, dass wir für den eben, für den Spelunky, lass mich mal nachgucken. Alle unsere Schlüssel verbrauchen mussten. Ja. Also doch. Dammit! Müssen wir erstmal neue Schlüssel beschaffen. Dann erst kommen wir an die Truhe, aber egal. Wir wissen schon mal immerhin, wo diese Truhe zu finden ist und wie wir drankommen. Und das ist ja auch die Hauptsache. Ich komme so hoch. So. So, so. So, jetzt hoffe ich übrigens, dass auch alles funktioniert. Dass nicht plötzlich mein Mikro aus ist. Wäre jetzt blöd, wenn ich es gerade aufnehme. Das Mikro ist aus. Aber egal. So. Jetzt wieder zurück. Denn jetzt kommen wir ja auch zurück. Problemlos. Ach, hier war ja noch was. Hier müssen wir jetzt einen Weg finden, wie wir nach oben kommen. Ich habe auch schon die Vermutung, dass ich hierfür hier lang. Moment. Hier lang muss. Hier hoch muss. Hier lang muss. Hier dann auch lang muss. Und dann hier lang muss. Und schon sind wir wieder oben. So. Dann gucken wir mal, an was wir hier kommen. Nein. Ach. Das ist eine fiese Stelle. Erst dieses rote Pflanzenteil. Ja, Heilung! Huiuiuiui. Hier muss ich schnell durch. So. Okay. Hier die Plattform hoch. So. Hier ist einiges zu erkunden, sehe ich gerade. Aber hier ist der Anfang. Wohin müssen wir das Teil bringen? Aua. Ich gucke erstmal, wo das Teil hin müsste. Ich habe die Vermutung, dass ich schon ganz richtig liege, wenn ich es hier hinbringe. Irgendwo. Bumm. Muss ich jetzt mal gucken. Kann sein, dass ich das auch noch gar nicht machen kann mit dem hiesigen Schatz, weil ich sehe da eine Stelle, wo man hochklettern muss, wo man an der Wand klettern muss. Und ich habe ja noch nicht die Möglichkeit dazu. Deswegen sehe ich mich jetzt erstmal hier um. Ein Mission fertig. Schlagstock. Ach, das war das mit dem Schlagstock. Sehr schön. Gibt aber noch etwas zu entdecken. Anscheinend. Vermute ich mal. Darum wohl auf die Färbung. Ja, Heilung. Nein! Au. Genau reingesprungen. Wie ein Vollprofi. So. Was? Gab gerade einen kleinen Hänger? Ich hoffe, dass der Hänger jetzt, nichts besonders Schlimmes ausgelöst hat. So. Aber ich sehe sowieso gerade, dass jetzt Zeit ist für einen Cut. So. Ich gehe noch zu dem Händler hier. Kauf noch mal kurz ein. Soweit ich es noch einkaufen kann. Drei hiervon. Was haben wir hier? Hui, 140, 160 sogar. Plus 1 Gesundheit. Heilt Verstimmung. Kauf ist 1. Okay, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle dann mache ich einen Break und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Dust, an Elysian Tale. Ich habe ja die ganze Zeit den Fehler gemacht, dass ich dachte, es heißt Tale. Also T-A-L-E und ist
T-A-I-L. Tail. Naja. Immerhin habe ich die Videobeschreibung korrigiert bei den ganzen Videos. Naja. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge. Bis dann.